Was mir auch auffällt, ist oft die Handhabung der Kaffeetasse. Leise rühren, abstreifen, nicht ablecken. Der Henkel ist zum Trinken da. So. Mhm. Und ich hätte gerne noch einen Kaffee. Das Sektglas hängt da rein und es sollte richtig gut, genau, sollte ein gutes Gefühl sein, richtig schön fest sein. Und nach einer gewissen Zeit haben Sie das absolut drauf. Mhm. Ja, das sieht schon gut aus. Wie spät ist jetzt gerade, Herr Schmidt? Da fällt wieder ganz so rum. Nicht so einfach. Ja, aber genau. Und jetzt haben wir aber noch was. Kennen Sie es rein? Und richtig, richtig schön. Und so ein gutes Gefühl. Nee, da so rum. Genau. Ja, das sieht doch perfekt aus. Für die Kamera? Zwei Finger sind immer noch frei. Und hier hänge ich mein Glas rein. Sieht das nicht edel aus? Das ist hervorragend. Sieht doch edel aus. Kanapé ist diese Größe unseres früheren 5-Mark-Stücks. Und das kann man auch mit einem Laps im Mund tun. Und das kriegen Sie. Genau. Und da kriegen Sie so Handteller, große Apparate. Also mein Trick ist, und ich mache das auch wirklich, wenn ich sehe, das kann ich nicht unfallfrei essen, dann drehe ich mich kurz auch um. Also ich habe dann auch immer eine Serviette so bereit. Wenn ich in einer kleinen Gruppe stehe, drehe ich mich einfach um und weise rein. So, und jetzt schauen wir aber doch mal, was passiert. Ich laufe mit so einem Häppchen durch die Gegend, habe meine Serviette irgendwo stecken und ein Glas. Genau. Was immer auch. Ne? So, und unter Garantie kommt dann jemand und sagt, ah, guten Tag, Frau Hellbach-Grosser. Und ich, ja, guten Tag. Oder halten Sie doch mal. Oder Moment, ich mache mal Platz. Guten Tag. Ja, Sie müssen drücken, die Zange drücken. Genau so. Ja, sehen Sie, das passiert eben gleich. Und das ist insofern nicht so leicht, weil man das ja mit der linken Hand macht. In der rechten hat man die kleine Gabel. Von mir passiert das aber auch. Also, man kann es nicht machen, was mir lustig ist. Darf ich das dann tun? Ja, klar. Darf man das dann festhalten, damit man das irgendwie fixiert? Ja. Und dann geht es ja auch. Genau. Wir könnten das ja auch mit der Hand festhalten. Die meisten gehen dann so schwer raus und dann passiert nichts. Und dann fliegt das Ding tatsächlich weg. Ja. Man kann ja im Grunde alles essen, was aus dem Meer kommt. Mal schauen, ob sie ausgelöst sind, ob sie vom Docht gelöst sind. Und das ist das, was, das ist unsere Arbeit, wenn wir sie dann ausschlürfen, kann es wirklich sein, dass sie noch festgewachsen sind und dann kriegen wir sie gar nicht raus. Also im guten Restaurant ist ja doch schon gelöst. Ist das schon gelöst? Ja, das ist unterschiedlich. Dass die Körnchen zerdrückt werden, die kleinen Eier zerdrückt werden oder einen anderen Geschmack annehmen und deswegen kein Metall. Ja. Also er liegt ja so auf dem Teller. Er guckt, sollte er mit dem Gesicht nach links gucken. Okay. Und Sie gehen dann mit dem Messer hinter den Kiemen lang. Auch das hier unten gibt es ja oft so viele Sachen, die man gar nicht möchte, das schon mal abstreifen. Und ich persönlich mache es gerne so, dass ich dann die Haut runterklappe. Und hier muss ich dann einmal die Naht, wo die Filets zusammengewachsen sind. Die Natur folgen. Genau, immer die Natur folgen, durchschneiden. Und ich esse gerne direkt von der Gräte, damit der Fisch lange warm bleibt.